Hallo zusammen und welcome back in the USA. Wir sind wieder hier auf der Elm Creek. Nach wie vor am Spritzen, Unkrautspritzen hier, eine Mission. Das ist aber auch so gut wie abgeschlossen. Drei Viertel haben wir schon. Das heißt, da werden wir in Kürze fertig sein. Dann gucken wir mal, dass wir uns, denke ich mal, um unser eigenes Feld noch ein bisschen kümmern müssen. Da wird hier gerade gemulcht. Das heißt, da müssen wir gleich mal den kleinen Johnny ranholen mit Düngerstreuer. Dann wird da einmal gedüngt. Und dann wird gepflügt. Dann geht's richtig zur Sache. So, mal gucken, wie weit ist der denn da drüben? Na gut, der braucht noch etwas. Der braucht noch etwas. Hallo? Fahr weiter. Nicht auf der Stelle stehen, das ist gar nicht gut. Für 90%. Die Frage, hätten wir noch irgendwas in der Richtung? Düngen hätten wir zwei Missionen. Grubbern, nö. Hafer, Bananen, Raps, Weizen, Pflügen, eine Mission. Nö, dann kümmern wir uns wirklich um unsere eigenen Felder. Das macht, denke ich mal, mehr Sinn. So, guck mal, wir sind eh hier bei 98. Das heißt, wir lassen den aber dann gleich einmal zum Händler nochmal fahren. Weil wir da ja eventuell noch ein bisschen Herbizid haben. Dann können wir den gleich einmal auffüllen. So, genau, hier sind... Okay. Ja, wir stehen hier vielleicht ein bisschen ungünstig, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Wir können aber auch mal ganz kurz hier... Ach nee, müssen wir erstmal umstellen. Europaletten. Füllen wir mal kurz das Produktionsdingen hier auf. Und was nicht mehr rausgeht, geht ins Lager. Wir wollten uns ja eigentlich so einen kleinen Hoftraktor kaufen, haben wir ja gesagt. Der würde sich ja jetzt schon mit dem Missionsertrag, könnten wir uns den holen. Weißt du was? Das machen wir jetzt auch einfach. Kompakttraktoren. Ja, ihn hier will ich haben. Ja, Kennzeichen brauchen wir keins. Dann hätten wir jetzt noch Geld für ein kleines Anhängerchen. Dann würde ich den auch mitnehmen. Wo waren die denn? Hä? Hä? Ach, nee, doch, muss noch bei Anhänger. Traubentechnik? Achso. Ach, das sind nur Traubenanhänger. Ah, gut, dann nicht. Dann nicht. Aber der soll ja hauptsächlich hier für den kleinen Anhänger hier sein. Das heißt, guck mal. Ha! Ist er nicht süß? Und so lässig mit einer Hand.
jagen wir damit mal nach Hause. Weil es so führt, eben zwischen den Gewächshäusern und so hin und her zu fahren, ist der, glaube ich, das ideale Fahrzeug. So, der braucht, na klar, jetzt eine gewisse Zeit, aber ich denke mal, wir lassen den erst einmal jetzt selbst fahren. Dann können wir uns... Oh, wo bist du? Ich weiß nicht, du fährst dich immer irgendwo ganz komisch hier hinten rum, wo du eigentlich gar nichts zu suchen hast. Du solltest zum Shop fahren. So, dann stellen wir den mal irgendwo weg. Den können wir ja hier einmal hinstellen. Die Ballen müssen wir auch irgendwo beiseite räumen. Zumindest das Gefährt irgendwo mal wegstellen. Den stellen wir, genau, den stellen wir direkt neben den Fendt GT dahin, da passt der. So. Gut, dann machen wir mit dem hier den Düngestreuer. Das kann der ja durchaus auch machen. Wir müssen nur noch warten, bis wir da drüben mit dem Mulchen fertig sind. So, 2000 Liter, das reicht auf jeden Fall. Jetzt ist er da angekommen, wo er hin sollte. Sehr gut. Wo bist du denn? Hier. Oh, kein Herbizid mehr da. Na gut, dann fährst du nach Hause. Dann nicht. Na. Haben wir das wirklich alles verbraucht, was hier war? Okay. So, du bist am Rasen. Ja, du kommst auch langsam voran. Ja, ja. So. Oh, was haben wir denn hier Schickes? Spaghetti! Eine Palette Spaghetti. Da können wir dann gleich mit unserem neuen Fahrzeug testen. Wenn er dann irgendwann mal ankommt hier. Ich glaube, dass, was sagt er, 3 Minuten 30, ja, könnte noch etwas dauern. Aber die Wege sind halt weit hier. Und mit 21 km/h sind wir nicht gerade schnell unterwegs. So. Tja. Ich bin schon am Überlegen, ob wir eventuell sogar noch, bevor wir mit dem Düngen und Pflügen anfangen, schon auf den nächsten Montag, auf den zweiten Teil des Novembers vorspringen, also dass wir schlafen gehen. Ich glaube, das macht durchaus Sinn. So, aber weißt du was? Wir können auch mal selbst fahren hier. Hallo, Kollege! Ja, dann spulen wir, denke ich mal, vor einmal.
dann schauen wir, wie es weitergeht. So, ich sehe schon den Hof. Da können wir gleich mal noch die Paletten einladen. Mal gucken, wie er sich dafür macht. Ich sag mal so, brauchen würden wir den da klar nicht, aber das ist jetzt einfach so aus Jux wollte ich da zumindest ein Fahrzeug aus dem neuen DLC mal irgendwo benutzen. Und vielleicht kommen ja irgendwann noch mal wirklich Wein oder Oliven, und dann brauchen wir ja so ein kleines Fahrzeug sowieso. Ah, da vorne kommt die Spritze angerast. Da, oh, genau überholt der mich hier. Hast du das gesehen? So, jetzt fahren wir mal hier ein bisschen mitten auf der Straße. Oh, ich höre da einen MB-Truck hinter mir. Wir biegen hier mal ab. Ich habe Angst. So, dann einmal den. Ja, da steht er. Ich hoffe, dass das einigermaßen passt, weil das sieht doch ein bisschen. Komisch aus. Aber es scheint zu funktionieren. Ist halt auch wirklich wendig. Das ist halt der große Vorteil von dem Teil. Ja, Nudeln werden hier nicht angenommen. Da kommen wir hier hinten raus. So, aber wir müssen auf jeden Fall. Warte mal, nee, da muss ich einmal drin sitzen bleiben. Da will ich mich mit aufnehmen. So. Nein, nein, das wollte ich nicht. Das soll ins Lager. Einmal ins Lager, bitte. So, da können wir den ja ruhig ausmachen. So, was sagt denn der New Holland? Ach, der ist immer noch dabei. Aber rein theoretisch können wir trotzdem schlafen gehen, auch wenn der am Arbeiten ist. Das heißt, wir kommen jetzt im November. Das heißt, wir können durchaus, sage ich mal, bis um 9 durchaus, ja, schlafen. Oh, Entschuldigung, ich habe mich gerade verschluckt. Musste ich mal kurz muten. Eieiei. Oh, das war nicht gut. So, weiter geht's. Es wird geschlafen bis um 9. Ja, dann haben wir auf jeden Fall gleich wieder jede Menge Paletten zu wuchten. Hier steht einiges. Die Gewächshäuser sind voll. Ja, guck mal. Rein in unseren kleinen Schnuckelputz. Also, Motor starten. Dann
Laden wir hier mal, was das Zeug hält. Ja gut, das eine Gewächshaus, das arbeitet ja aktuell nicht. Okay. Was tut er da jetzt? Ach so. Ah, das ist. Ich stehe hier schlecht, merke ich gerade. So. Kommt da noch mehr? Kommt noch was? Ja gut, ansonsten fahren wir erstmal hier auf der anderen Seite rum. Gut, mehr geht aktuell nicht, dann laden wir erstmal ab. Wir müssen auf jeden Fall ja dann auch schauen, was unsere Produktion so sagen, wie es bei den Tieren aussieht, bei den Schweinchen. Und das können wir eigentlich gleich mal machen. Schweine, Reproduktion 75, Futter ist da, perfekt. Das geht. So, Produktionen. Fangen wir oben an. Brot wird nach wie vor gebacken, Mehl haben wir ja jede Menge. Jetzt sind schon zwei Gewächshäuser ausgefallen. Das ist gar nicht gut. Zuckerrüben geht nicht mehr, weil wir vermutlich keine Zuckerrüben mehr haben. Gut, also machen wir das aus. Hier wird noch Brot gemacht. Und eben hier oben Salat. Das heißt, wir könnten Mehl nachfüllen, wir können Tomaten und ein. Na gut, Salat brauchen wir eigentlich nicht. Aber ein bisschen Mehl. Tomaten, ja, ist ja egal, wir können das ja nachher wieder zurückbringen. Mehl, was nicht reingeht, wird einfach wieder eingelagert. Salat. So, das müsste reichen. Und dann sind wir auch schon wieder im Grunde fast fertig für heute. So, jetzt müssen wir mal gucken. Oh, nein, so wird das nichts. Der Fendt GT steht ein bisschen blöde da. Den müssen wir, glaube ich, noch ein wenig anders hinstellen, weil sonst komme ich hier nicht richtig ran. Ne, das wird nichts. Das wird so nichts. Dann fahren wir halt quer. Schauen wir mal, was wir hier alles reinbekommen. Das war's wohl. Gut, dann geht der Rest wieder einmal hier ins Lager zurück. Und dann würde ich sagen, sind wir aber auch erstmal fertig für heute. Wir schauen morgen dann mal, was wir vielleicht noch an Missionen haben, was unser Fendt GT macht, beziehungsweise der, nicht der GT, der New Holland und so weiter und so fort. Auf jeden Fall Arbeit haben wir. Dann würde ich sagen, macht's gut.